Herzlich willkommen zur LinkedIn-Show mit Datenschmutz, LinkedIn Live. Heute die 18. Ausgabe. Pünktlicher als die Deutsche Bahn, scharfzüngiger als Jan Böhmermann und enthüllender als Germany's Next Topmodel. Tatsache, der Kampf um die Aufmerksamkeit wird härter. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich habe beschlossen, ich zeige heute in der Show alles. Ich zeige heute wirklich alles her. Und deswegen bleiben Sie dran, bleiben Sie bis zum Ende dran. Wenn Sie etwas sehen wollen, das es so in einem Livestream noch nie zu sehen gab, ich hoffe, mein Account wird nicht gesperrt anschließend, aber bevor wir dazu kommen, eine kleine Vorschau auf das heutige Programm. Gestern Abend fand in Wien im sehr, sehr stylischen 5-Stern-Hotel Anders in der Nähe des neuen Hauptbahnhofs das erste LinkedIn Local Vienna statt. Sehr, sehr nette Veranstaltung mit einem sehr ambitionierten Programm, das auch eine ganze Weile lang gedauert hat. An dieser Stelle herzlichen Dank fürs Publikum, fürs Mitmachen, dabei bleiben. Wir hatten 4 Stunden Vorträge. Es war wirklich super, super spannend. Viele nette, interessante Kontakte kennengelernt. Ich durfte auch einen kleinen Vortrag halten über 5 LinkedIn-Hacks. Einer davon wird auch gleich der erste Beitrag in diesem Live. Nämlich die Frage, die ich ganz, ganz oft gestellt bekomme von meinen Kunden: Wie viel Zeit brauche ich eigentlich für LinkedIn? Und die Datenschmutzlabors haben keine Kosten, Mühen und Studien gescheut, um für euch, liebe Zuseher, die ultimative Antwort auf diese Frage herauszufinden. Und ich verrate schon mal vorweg, sie lautet nicht 42. Und damit, wie immer an dieser Stelle, ich freue mich wahnsinnig und die Hunde natürlich auch, wenn ihr an dieser Stelle kommentiert, Hallo sagt oder wenn es Fragen gibt, natürlich auch immer gern. Capri, begrüße unsere Zuseher. Nachmittags, gemein, gell? Wird der Hund aus dem Nachmittagsschlaf rausgerufen. Sag Hallo. Capri, LinkedIn-Dog in the house. Ja, und damit, wie angedroht, bevor ich zum ersten Thema komme, noch ein großes Highlight in der heutigen Sendung. Das gestrige LinkedIn Live gab mir unter anderem Gelegenheit, vor der Veranstaltung ein Interview zu führen mit Dr. Irene Kilubi, Münchner Personal Branding und Social Selling Expertin, Kollegin, nämlich Lektorin an der Universität in München. Wir haben uns über Social Selling unterhalten, über die Münchner Startup-Szene. Das Interview seht ihr heute in dieser Sendung. Und dann gibt es natürlich am Ende auch noch, wie immer, die Status-Updates der Woche. Aber damit zum ersten Thema. Wie viel Zeit brauchen wir für LinkedIn pro Tag? Die Datenschmutz-Forschungslabors haben keinerlei Kosten und Mühen gescheut, um die ultimative Antwort auf diese Frage für euch herauszufinden. Es ist eine Frage, die sehr häufig bei mir in Kundenworkshops auftritt und gestellt wird: Wie viel Zeit muss ich einplanen pro Tag oder pro Woche, um LinkedIn wirklich sinnvoll verwenden zu können? Die Antwort ist 1 Stunde, und zwar dann, wenn man sich auch wirklich in einem überschaubaren Zeitraum, sagen wir mal so 3 bis 6 Monate, wirklich greifbare, messbare Resultate, neue Kunden und neue Aufträge erwartet. Natürlich kann man sich auch pro Woche 5 Minuten einloggen, schnell was posten oder teilen und dann wieder weg sein. Das ist fast eher Zeitverschwendung, und 5 Stunden pro Woche sind schon eine ganze Menge Zeit, überhaupt keine Frage. In diesen 5 Stunden könnte man auch eine Menge anderer Dinge tun, schon allein im Bereich Online-Marketing. Man könnte Blogbeiträge schreiben, man könnte Monitoring-Setups einrichten, man könnte die eigenen Google Analytics-Daten penibelst auswerten. Zahlt es sich also wirklich aus, diese 5 Stunden pro Woche zu investieren? Ja, absolut, denn das Verhältnis von investierten Ressourcen, von investierter Zeit zum Output ist auf LinkedIn einfach sensationell. Allerdings müsst ihr dabei ein paar Kleinigkeiten beachten. Die wichtigste Sache ist: Verwendet mindestens 3-mal mehr Zeit zum Interagieren als zum Publishen. Das bedeutet, ein ganz wesentlicher Bestandteil der eigenen LinkedIn-Aktivitäten ist es eben nicht nur, selber Inhalte zu veröffentlichen, sondern zu kommentieren, sich an Diskussionen zu beteiligen.
LinkedIn bietet da reichlich Möglichkeiten im eigenen Newsfeed, in Gruppen, in denen man Mitglied ist, bei Artikeln. Und da geht es natürlich nicht darum, einfach nur so, ja, toller Beitrag, möglichst viele nichtssagende Kommentare zu schreiben. Eben ganz im Gegenteil. Beteiligt euch aktiv an der Diskussion, tragt was Sinnvolles bei, schreibt spannende Kommentare. So kommt man ganz schnell mit den richtigen, passenden Thought-Leadern oder Branchenexperten in Kontakt. Und jetzt ganz konkret, wenn ihr bereit seid, diese Stunde pro Tag zu investieren, wie teilt man diese Zeit auf? Ich empfehle dafür die 10-20-30-Regel, ganz einfach zu merken. Und zwar 10 Minuten fürs Veröffentlichen eigener Inhalte, fürs Publishen. Die Frequenz wird auf LinkedIn häufig überschätzt. Es ist überhaupt nicht notwendig, jeden Tag einen Beitrag zu posten. 1 bis 2 gute Beiträge pro Woche reichen im Normalfall völlig aus. Das heißt, wenn man diese 10 Minuten und die 5 Tage hernimmt, für 2 Beiträge pro Woche, blieben dann 25 Minuten. Das reicht schon aus, um ein passendes Foto zu suchen, das Ganze auch nett aufzubereiten. Die 20 Minuten würde ich einplanen für so alle anderen anfallenden Dinge, die eben auf LinkedIn so zu erledigen sind. Nachrichtenbox lesen, Antworten schreiben, Kontaktanfragen ausschicken, vielleicht nachschauen, was bei den interessantesten Hashtags los ist, recherchieren, lesen. Und den größten Teil der Zeit, die 30 Minuten, den solltet ihr, wie gesagt, fürs Interagieren verwenden, fürs Kommentieren, für die Beteiligung an Diskussionen. Das ist wirklich der Faktor, der bei LinkedIn einen sehr, sehr großen Unterschied macht, und das zahlt sich absolut aus, in diesem Bereich viel Zeit zu investieren. Also, wie gesagt, von nichts kommt nichts. Eine Stunde am Tag mag nach viel klingen, aber es gibt momentan und gerade im B2B-Bereich keine andere Möglichkeit, keine andere Plattform, die es so einfach macht, die passenden Kontakte zu recherchieren und die dann auch in der richtigen Art und Weise zu kontaktieren. Sich selber zu einem Experten und zum Go-To-Guy zu machen. Und das sind eben die Grundlagen für Social Selling. Eine hervorragende Überleitung zu unserem nächsten Thema. Ich habe mich gestern vor dem ersten LinkedIn Local Vienna mit Dr. Irene Kilubi getroffen im Hotel Anders in Wien. Und wir haben uns unterhalten über Personal Branding, über Social Selling, über die Startup-Szene in München. Aber hört selbst. Du bist heute nach Wien gekommen aus einem erfreulichen Anlass, LinkedIn, genau. LinkedIn Local. Genau. Ist für dich jetzt nichts ganz Neues. Ich glaube, du bist LinkedIn Local Host in München, oder? Genau, richtig. Ja. Wie war das bei euch so, die Veranstaltung? Ja, also bei uns, wir hatten auch volle Bude. Wir hatten nur 100 limitierte Plätze gehabt, die waren ja alle voll. Und wir haben das tatsächlich im LinkedIn Dachquarter, Headquarter, wow, zelebriert, cool. Ja. In München. Ja. Ja, war sehr, sehr spannend, war schön. Ja, also ja, die Leute haben sich gefreut, und wir machen ja viele verschiedene Formate, und die fragen immer wieder, wann kommen wir wieder ins LinkedIn Headquarter, vor allem diejenigen, die es leider nicht geschafft haben. Ja, klar. Ja, apropos LinkedIn, ich habe mir deine Bio nochmal angeschaut heute. Du hast ja auch, du machst ja wahnsinnig viel parallel. Du kommst ursprünglich aus dem Procurement. Genau, ganz das war Supply Chain. Genau. Supply Chain Management. Genau. Und ich habe aber gesehen, du hast von Anfang an immer unterrichtet, auch nebenbei, Workshops gemacht und... Genau, richtig. Okay. Ja, habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, genau. Ja, ja. Also. Ja, und das hat sich dann sozusagen immer weiterentwickelt in Richtung digitale Kommunikation, und du bist ja heute eine der Personal Branding Expertinnen, ich glaube die Personal Branding Expertin in Deutschland. Dankeschön. Wie ist das gekommen? Ja, also das ist, ich bin ja parallel immer, schon seit 4 Jahren bin ich in der Startup-Szene in München unterwegs gewesen. Habe viel mit Startups gearbeitet, habe mit Weiterbildungsinstituten gearbeitet und auch an der Uni, wo ich Lehraufträge habe, wie du genau. Kollegin, auch, ne? Genau. Genau. Und da habe ich einfach meine Passion dafür entdeckt. Also es wird immer mehr. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, so, ich mache jetzt peu à peu mehr draus und wollte vor allen Dingen ein Vorbild sein und habe mir gedacht, ich werde auch mal selber aktiv und mache den Leuten vor, ne? Und spreche nicht nur drüber. Ist ja auch das, was wir in Unternehmen immer sagen, das muss sozusagen vom C-Level ausgehen, das muss auch vorgelebt werden. Wie, wann hast du begonnen, LinkedIn, ich sag mal, intensiver zu nutzen? Mhm. Was schätzt du denn? Na, wir haben uns, glaube ich, kennengelernt so vor 3, 4 Jahren, sowas.
Drei, vier, also ja, seit Juni bin ich richtig aktiv auf LinkedIn. Seit Juni richtig aktiv. Oh, genau, okay. Vorher war LinkedIn eher so ein Kontaktadressbuch für mich, weil ich sehr viel umgekommen bin, sehr viele Leute kennengelernt habe und habe das einfach genutzt, gerade im geschäftlichen Bereich, damit der Faden nicht abreißt. Aber ich habe vorher nie auf LinkedIn interagiert, also noch nicht mal irgendwas kommentiert oder geliked. Also ich bin wirklich von 0 auf 100, bin wirklich für mich selber gefühlt ins kalte Wasser gesprungen und habe dann meinen ersten Artikel verfasst. Und wenn ich noch dran denke, ich hatte so Gänsehaut. Aber Schreiberfahrung hattest du. Ja, genau, Gott sei Dank. Ja. Ich habe auch eine Zeit lang als Copywriter gearbeitet. Okay, das ich merkt man deinen Artikeln deutlich an. Ja. Dankeschön. Ja. Und ich habe ja auch wissenschaftliche Artikel publiziert. Ja, klar. Ja. Da lernt man das schon und Schreiben hat mir schon immer Spaß gemacht und liegt mir auch. Das war mein großer Vorteil. Deswegen hatte ich umso mehr Angst, kleinere Beiträge zu schreiben, weil es halt immer gewohnt war, diese langen Artikel zu schreiben. Und genau, das ist das, was ich als Learning-Prozess für mich erfahren musste oder durfte, positiv ausgedrückt. Ja, das ist aber spannend, weil es ist dann auch das, was man den Leuten natürlich weitergeben kann im, im Coaching. Und ich nehme an, in der Startup-Szene spielt Personalisierung auch eine sehr große Rolle mittlerweile. Absolut, Wenn man sagt, immer, ich glaube 8% der Konsumenten haben gesagt in einer aktuellen Untersuchung, sie vertrauen Marken, 92% vertrauen Personen. Also absolut. Das zieht sich ja quer durch, oder? Absolut, weil letzten Endes kaufen Menschen von Menschen ein und das sage ich auch immer, gerade bei Startups, man hat so viel Potenzial, einfach viele Geschichten, schöne Geschichten zu erzählen, einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren. Die Leute interessiert das einfach, wie haben wir zu einem Team zusammengefunden, wie pitchen wir vor Investoren, wie vermarkten wir unser Produkt, wie sprechen wir unsere Kunden an, wie machen wir unseren Proof of Concept und alles das, weil das für die Leute einfach nicht so greifbar ist, ne? Wie so ein Startup funktioniert, wie so ein Startup lebt und das würde auch helfen, das Ganze zu entmystifizieren. Ja, genau. Und deswegen glaube ich, gerade da hat man viel Potenzial, weil Startups sind so auf das Produkt fokussiert, was ja auch richtig ist, aber nichtsdestotrotz das Menschliche im Vordergrund stellen, ne? Die Personen, die hinter dem Produkt stehen. Genau. Wie ist das bei euch in München so in der Startup-Szene? Sehr viel los oder eher noch sozusagen ein bisschen Exoten? Überhaupt nicht mehr. Also es hat sich echt die letzten zwei Jahre sehr, sehr viel getan. In Wien auch nämlich. In Wien absolut, auch, ne? Ja. Also man sagt ja auch so, wenn man als Startup in der B2C-Branche tätig ist, dann ist Berlin die richtige Anlaufstelle, aber im B2B-Bereich definitiv München, weil da die ganz viele große Unternehmen sind, die besten, eine der besten Unis oder die besten Unis überhaupt in Deutschland. Und da hat man einfach sehr, sehr viel Potenzial, ne? Im Forschungsbereich natürlich und auch in Kooperation mit Unternehmen. Und am meisten merkt man es, dass sich da viel tut in München an den Events. Also es gibt keinen Tag, wo es kein Event gibt. Es gibt sogar teilweise an einem Tag drei Events parallel. Also vor zwei Jahren war man froh, wenn man irgendwie ein, zwei Events hatte die Woche. Ja. Aber jetzt ist es wirklich, daran merkt man es ganz, ganz deutlich. Ja. Ich war letzte Woche in Nordtirol beim Change Summit, da war der Kai Dickmann auch Vortragender und er hat erzählt von dieser Springer-WG-Zeit in Silicon Valley, wo er eben dort war und eine Sache ist mir aufgefallen, er hat gemeint, das ist halt die Uni in Stanford, die interagiert halt sehr eng mit diesem Startup-Ökosystem dort und die Leute werden quasi auf der Uni auf ihre Selbstständigkeit vorbereitet und geradezu hingestoßen, Projekte und Unternehmen zu gründen. Ja. Da hätte Europa noch Aufholbedarf oder der Dachraum. Ich meine, es passiert jetzt zwar langsam, aber noch nicht in dieser engen Verzahnung. Wie ist das bei euch in München an der Uni? Das ist tatsächlich so, aber es gibt da immer mehr Programme, auch immer mehr Master, die sowas anbieten, auch im Bereich Entrepreneurship, dass man sich irgendwie weiterbilden kann. Da hast du absolut recht. Aber das amerikanische Bildungssystem funktioniert auch ein bisschen anders. Da wird man wirklich Stärken ausgebildet. Und hier ist es wirklich so nach Schema F. Ja, also irgendwann beim Laufe des Lebens oder Karriere, wenn man dann merkt, irgendwie, man möchte doch einen anderen Weg einschlagen, dann merkt man irgendwie, das, was ich an der Uni oder in der Schule gelernt habe, hat mich nicht wirklich auf das Unternehmerdasein vorbereitet. Nein. Ja, also ganz anders als in Amerika, deswegen gehen die auch ganz anders damit um. Und ich habe auch neulich eine Studie gelesen, die sagt, dass es 2025 in Amerika 90% Freelancer geben wird. Selbstständige. Wow. Und ich glaube, das wäre bei uns ein bisschen utopisch, das in knapp 6 Jahren zu erwarten. Ja. Aber man sieht auch so, der Mindset ist einfach kulturell bedingt. Ja, ich nehme zu. Genau, das ist kulturell bedingt. Aber ich habe ja die Hoffnung, die Generation Z, die jetzt aufkommt und global einfach sehr, sehr weltoffen ist, einfach auch, weil sie mehr Möglichkeiten hat als unsere Eltern beispielsweise, dass es dann ganz anders aussehen wird, ne? Dass mehr Gründer
den Mut haben, wirklich ihrer Passion zu folgen. Mehr Sinnanspruch auch an die Arbeit sozusagen. Absolut, ein Purpose, ne? der Begriff. Genau. Also jeder sucht jetzt gerade so nach seinem Purpose. Genau. Ganz großes Thema. Ja. Hallo Werner, hallo Milos, hallo Martin. Danke fürs Zusehen. Ein Kommentarformular hier drunter freut sich über Feedback, Anregungen, Fragen. Danke fürs Zusehen. Social Selling, momentan ein Thema, das überall präsent ist. Riesengroße Sache, weil niemand bekommt gern unaufgefordert Cold Calls, Cold Messages. Viagra-Spam-Mails waren seinerzeit schon nicht so besonders populär. Das hat sich im B2B-Bereich im Marketing auch nicht geändert. Und beim Social Selling geht es eben gerade darum, richtiggehend magnetisch für Kunden zu werden, sich selber so zu präsentieren, dass man die eigene Arbeitsweise, die Vorzüge des eigenen Produkts und der Dienstleistung herausstellt. Und genau darüber habe ich mich im zweiten Teil unseres Gesprächs mit Irene unterhalten. Viel Vergnügen. Wenn heute jemand ein Startup gründet oder eine Idee hat und beginnt daran zu denken, was sollte man in Sachen Personal Branding von Beginn an mitbedenken? Auf jeden Fall, dass man einfach authentisch glaubwürdig ist und auch rüberbringt, warum habe ich mich eigentlich für diesen Weg entschieden? Ja. Also auch Ziele definieren, wo möchte ich letzten Endes hin mit dem Unternehmen, auch die organisationellen Prozesse, Strukturen so aufbauen und das auch nach außen kommunizieren, ne? Wofür stehen wir als Startup, dass man das auch nach außen zeigt, ne? Welche Werte vertreten wir? Ja, weil letzten Endes sage ich immer, Personal Brand aufbauen, schön und gut, aber ich brauche auch irgendwie eine Followerschaft. Ich brauche Leute, die sich mit meinem Produkt oder mich als Unternehmer identifizieren können. Ja, und ich glaube, die Basis ist wirklich, wofür stehe ich eigentlich? Ja, das ist das Grundprinzip, wofür stehe ich eigentlich und welchen Mehrwert kann ich für die Leute da draußen bringen? Ja, und dann trifft man auch die relevanten Kunden, die auf einen zukommen. Und das ist das, was ich jedem empfehlen würde. Ne? Also alles auch immer auf den Kunden ausgerichtet. Weil ich erlebe das oft, gerade bei, sag ich jetzt mal, IT-Lern oder so, ja. Produktentwicklern, die sind so in ihrem Produkt verliebt, ja, und sehen nicht mehr rechts und links. Ne? Also es ist schön, wenn sie auch die kaufmännischen Aspekte beachten und die Finanzkennzahlen. Aber wirklich immer, was möchte der Kunde? Ja, und das nie aus den Augen verlieren, auch wenn das Produkt anscheinend fertig entwickelt ist, wirklich immer mit dem Kunden interagieren, mit ihm kommunizieren, reden, Fragen stellen, antworten. Ja. Das heißt also auch schon möglichst frühzeitig Kunden oder Early Adopter einbinden in den Entwicklungsprozess. Absolut. Ne? Also wirklich die abholen und damit sie sich auch mit dem Produkt und mit dem Startup identifizieren. Und das muss ich halt kommunizieren. Nur dann bin ich wirklich eine Brand. Ich wirklich eine Brand, weil die Menschen erkennen mich wieder, die wissen, wofür ich stehe, die stehen hinter meiner Mission, ja, Stichwort Mission, was für eine Botschaft habe ich da nach draußen zu tragen und welchen Mehrwert, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um eine Personal Brand aufzubauen. Hast du in der letzten Zeit vielleicht mit einem Startup zu tun gehabt, wo du dir denkst, wow, das ist ein, ich meine, sicher mehrere, die interessant sind, aber so eines, wo du sagst, boah, das ist ein Produkt oder eine Dienstleistung, die hätte ich mir immer schon so gewünscht? Ja. Also ich sag mal, jeder, der irgendwie in der Startup-Szene unterwegs ist, der hat ja immer so bestimmte Bereiche, die ihn besonders interessieren. Ja, ja. Was mir sehr am Herzen liegt, ist wirklich tatsächlich der Bereich Bildung, Weiterbildung, HR, also alles, was so im Bereich Personalentwicklungsmaßnahmen zu tun hat. Startups, die da innovative Ideen oder Lösungen anbieten, liegen mir sehr am Herzen. Und aktuell arbeite ich mit einem zusammen aus Indien, der hat 20 Jahre lang, also es ist Wahnsinn, für andere Unternehmen Lösungen angeboten im E-Learning-Bereich. Und der ist der absolute Experte, der kennt alle Player, die es da auf der Welt gibt. Und hat sich dann irgendwann nach 20 Jahren gedacht, ich habe das jetzt jahrelang für andere gemacht, warum mache ich nicht so eine ganzheitliche Lösung, biete die an und lizenziere die. Ja, und hat wirklich in seinem, in Anführungsstrichen, stillen Kämmerlein das Produkt entwickelt. Und ist dann irgendwann mal, hat er mich gefunden, wir sind dann in Kontakt getreten und ich finde das einfach super spannend, weil er auch so eine Leidenschaft dahinter bei ihm steckt. Ja, und er hat auch für sich auch schon, er möchte wirklich, dass Bildung für jedermann irgendwann mal zugänglich ist. Und ich dachte, was für eine geniale Mission. Ja, allerdings, das kann man nur unterstützen. Ja, weil für mich einfach Bildung essentiell ist und
für mich auch mich geprägt hat in meinem ganzen Werdegang, ja. Weil ohne Bildung, ja, ja, wäre ich ja, jetzt klar. Nicht da, wo ich jetzt bin. Die Grundlage für genau, dass ich überhaupt die Chance hatte, in Deutschland Bildung kostenfrei genießen zu dürfen. Und ja. Die Chance haben halt andere einfach nicht. Und ich glaube, wenn jeder die Möglichkeit dazu hat, kann er viel besser sein Potenzial entwickeln. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, in einer Zeit, die Möglichkeiten sind ja da oder die infrastrukturellen Möglichkeiten sind da. Ja. Das ist schon ganz gewaltig. Ja. Was wirst du den Besuchern des allerersten LinkedIn Local in Wien doch heute erzählen? Beziehungsweise was wirst du ihnen erzählt haben, wenn das Interview läuft, dann ja. Haben wir die Veranstaltung ja schon hinter uns. Genau. Also ich werde über das Thema Personal Branding sprechen. Ich werde auch so ein bisschen das aus meiner Perspektive erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Ich glaube, das ist viel interessanter für die Leute, weil ich denke, die meisten, die jetzt hier vor Ort sind, die haben begriffen, dass Personal Branding wichtig ist. Aber ich werde auch nochmal mit ein paar Zahlen, Daten, Fakten aufwarten und denen eventuell auch noch so eine kleine Hausaufgabe mit nach Hause geben. Und ja, ich habe das Glück, dass ich zwei Sessions halten habe. Einmal Personal Branding und dann das Thema Social Selling, was ja auch irgendwie ja. Zu Personal Branding dazugehört. Das dann auch ein bisschen gekoppelt mit Content Marketing. Und ich werde einfach so aus meiner Sicht erzählen, was für Beiträge ich so mache und wie man die irgendwie so klassifizieren kann, damit jeder was damit anfangen kann. Weil jeder kann Content kreieren. Er muss einfach für sich das Richtige finden, was passt zu ihm. Und deswegen werde ich da ein paar Beispiele einfach aufzeigen, wie man solche Posts verfassen kann. Oh, da freue ich mich sehr drauf. Ja. Ich verfolge deine Posts. Manche kennst du ja von meinen Posts. Ja, natürlich. Natürlich. Aber vielleicht nur so die Entstehungsgeschichte, ja. Wie ich dazu gekommen bin. Ja. Die Tipps und so, die Serie, die du machst, die ist hammermäßig. Die gefällt Dankeschön. Mir extrem gut. Ja. Anderes Thema, du hast mit ein paar Kollegen vor kurzem eine LinkedIn-Charta erstellt. Genau. Worum geht es dabei? Was steht da im Hintergrund? Ja, genau. Das nennt sich LinkedIn Charter for Respect. Und zwar wollen wir einfach, dass LinkedIn die Plattform bleibt, die es jetzt heute ist, wo man einfach mit Spaß, locker und mit Freude, mit Wertschätzung und Respekt miteinander umgeht. Leider gab es in letzter Zeit ein paar Negativbeispiele und dann haben wir uns diesbezüglich mit ein paar Leuten ausgetauscht. Und die Initiative wurde ja von Svenja Floberg-Thiel ins Leben gerufen. Die hat dann ein paar Leute gefragt, weil sie es auch beobachtet hat, wie wir interagieren, auf manche Kommentare reagiert haben. Und hat dann gedacht, okay, wir gründen das jetzt einfach, um die Etikette so ein bisschen zu wahren. Einfach die Leute nochmal abzuholen, dass wir hier sind, um, weil wir alle das gleiche Ziel haben. Ja? Und es geht einfach um respektvollen Umgang miteinander. Ja. Dass jeder seine Meinung frei äußern darf, aber das Wie zählt, die Art und Weise, wie ich das mache. Und vor allen Dingen, dass es nicht, LinkedIn nicht zu so einer verkauferischen Plattform mutiert, sondern dass man sich wirklich an die guten Sitten hält und einfach Spaß und Freude hat in der Interaktion. Ja. Ich finde das eine super gute Aktion. Man möchte ja meinen, dass einem das der Hausverstand sagt, aber ich finde es extrem wichtig, das auch explizit mal auszusprechen. Also ja. Anstatt sozusagen das Verständnis vorauszusetzen. Ja, ja. Ja, klar. Es war auch schön, dass die Resonanz so positiv war, weil die Leute auch den Eindruck haben, dass sowas braucht es auch. Ja. Aber das einfach mal zu konkretisieren und wirklich in so ein Rahmengerüst zu packen, ja, in so eine Charta zu packen, das ist einfach, denke ich mal, ganz, ganz schön. Ne? Also ja. Da haben wir Aspekte wie offener Umgang miteinander, Wertschätzung, Respekt. Ja? Also jeder ist gleich, jeder hat die Möglichkeit, seine Meinung frei zu äußern, aber in einem gewissen Rahmen, den keinen anderen verletzt. Ja. Ja, und die Wahrnehmung, wofür LinkedIn da ist, die gehen ja sehr weit auseinander. Ich meine, der eine sagt, es ist nur Business, der andere sagt, für mich ist die Grenze ja dort. Ich finde, persönlich ist es sehr wichtig, auch im Business. Privates ist wieder eine andere Sache. Absolut, aber, absolut. Sehe ich genauso. Ja. Und es gibt kein Business ohne Emotionen. Danke, dass du es ansprichst. Ne? Ja, das ist wirklich so. Das gehört auch irgendwie dazu, weil letzten Endes der Großteil unserer Kaufentscheidung wird tatsächlich Emotionen. Ja, schaffen. Ja. Aber darauf werde ich auch noch mal heute Abend noch mal explizit eingehen. Aber das ist wirklich so, bei Zahlen, Daten, Fakten sind eigentlich letzte Quantensprung, wo ich meine Kaufentscheidung treffe. Aber alles andere geht über Vertrauen. Passiert über Bauchgefühl und Vertrauen. Ja, genau, Vertrauen. Genau. Da hast du sicherlich selber schon mal erlebt, da hat dir jemand versucht, was anzubieten. Du denkst so, das passt eigentlich alles. Die Zahlen passen, die Fakten passen irgendwie. Aber du hast immer noch ein ungutes Gefühl gehabt. Genau. Und genau da kommen deine Emotionen und dein Unterbewusstsein ins Spiel. Weil darauf basiert deine Kaufentscheidung letzten Endes. Genau, ja. Abschließende Frage, ja. Wenn du nicht Startups berätst oder unterrichtest, was machst du so in deiner Freizeit?
Ja, in der Freizeit. Also ich bin eine absolute Leseratte. Also ja, alles, was mir zwischen die Finger kommt, so ungefähr. Und ich mache Yoga und Pilates und Meditation regelmäßig. Ich koche wahnsinnig gerne, ich treffe mich total gerne, das Übliche mit Freunden. Ich erkunde gerne neue Kulturen, neue Länder. Ich interessiere mich für alles ästhetisch Schöne, also schöne Kunst mache ich gerne, schöne Architektur. Das finde ich alles sehr, sehr spannend, ja. Und deine Pläne für nächstes Jahr? Glaubst, hast du da irgendwas? Ich habe gesagt, ich glaube, Fahrt wird uns beiden 2020 ja, genau, nicht. Also das Witzige ist, da hatte auch der Florian Hummer, hatte ja auch so einen Post geschrieben dazu, ne? Was wir uns 2020, da habe ich geantwortet, dass 2020 das beste Jahr meines Lebens wird. Also ich habe keine konkreten Ziele, weil ich bin da nicht so dogmatisch, ich muss jetzt ein Kilo abnehmen, ich muss jetzt weniger dies oder mehr das machen, aber ich sage immer, ich bin da immer offenen Herzens und sage, ich gebe jedem Jahr, jedes Jahr, es wird ja nicht jedes Jahr das Beste. Genau. Es wird ja nicht jedes Jahr das Beste. Ja, das ist das beste Jahr meines Lebens wird. Und da freue ich mich jedes Mal drauf und lasse auch sehr, sehr vieles auf mich zukommen. Ne? Aber natürlich möchte ich noch mehr Menschen erreichen nächstes Jahr. Noch mehr Menschen mit meinem Thema Personal Branding erwärmen sozusagen. Und, ich glaube, das Interesse daran steigt enorm. Also das merken wir immer mehr. Ja, genau. Und ich freue mich auch mit euch allen in der LinkedIn-Community weiter zu wachsen. Und liebe Helene, danke für das Interview und ja, gerne. Wir bleiben in Kontakt auf LinkedIn. Gerne, danke für die Einladung. Dankeschön. Und damit sind wir selbstverständlich noch nicht am Ende dieser 18. LinkedIn-Show, denn wie unsere Stammseher bereits wissen, natürlich folgen noch die Status-Updates der Woche. Da sind auch diesmal wieder einige sehr, sehr interessante Postings dabei. Und dann am Ende, wie versprochen, werde ich zum ersten Mal in einem Livestream wirklich alles herzeigen. Also bleiben Sie dran. Das erste Status-Update der Woche stammt diesmal von Svenja Floberg-Thiel. Die hat sich mit Irene, meiner Interviewpartnerin von vorhin, mit Ilkay Özkisaulo und Antonio D'Amico zusammengetan. Und die vier haben eine LinkedIn-Charta veröffentlicht, und zwar eine LinkedIn-Charta für Respekt. Es geht dabei um die Themen Respekt, Offenheit, Integrität und Wertschätzung. Kann man nichts dagegen haben. Und zwar der Anlassfall war, seit Wochen erleben wir, dass hier auf der Plattform LinkedIn sich vermehrt Wut, Egozentrierung, Macht und Ohnmacht breitmachen. Es scheint, als ob die Angst der Offline-Welt sich gerade wie ein gefräßiges Monster in diese bisher neutrale Online-Welt frisst. LinkedIn muss aus unserer Sicht eine Business-Plattform mit Meinungsfreiheit, Anstand und Respekt bleiben, auf der wir uns mit Neugierde und Offenheit austauschen, lernen und wachsen können. Vollkommen meine Meinung, kein Platz für Politisieren, kein Platz für Anwürfe. Respekt und Anstand sollten selbstverständlich sein, aber ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man das auch mal explizit anspricht und finde daher auch die LinkedIn-Charta für Respekt eine ganz, ganz hervorragende Idee, die ich natürlich auch in Zukunft unterstützen werde. Unser zweites Status-Update dieser Woche ist genau genommen kein Status-Update, auch ungenau genommen kein Status-Update, sondern gleich eine ganze LinkedIn-Gruppe. Ilkay Özkisaulo, ich weiß seit gestern, dass dieser H-Check über dem G entspricht dem Dehnungs-H im Deutschen, das G ist also stumm, aber das nur nebenbei. Ilkay kümmert sich aktuell sehr, sehr stark um die Vernetzung der deutschsprachigen LinkedIn-Video-Content-Creators, also der Dach-Videoszene. Er hat dafür den LinkedIn-Hashtag LinkedIn-DachTV ins Leben gerufen. Den habe ich auch in der letzten Show bereits angekündigt. Und es gibt jetzt eine Gruppe, die heißt eben DachTV. Eine Gruppe für Video-Creators, für erfahrene alte Hasen, aber auch für Neulinge, die gerade erst am Beginnen sind oder sich überlegen, ob sie Videos machen sollten. Die Idee der Gruppe ist Austausch, sich gegenseitig fördern, auch Hilfestellungen und es gibt ja viele, gerade im Videobereich, die denken sich, die trauen sich vielleicht nicht unbedingt so vor eine Kamera und dann soll ich das wirklich machen, und in dieser Gruppe finden sie Gleichgesinnte und eben Leute, die ja alle mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Wie macht man das Video, worauf muss man achten? Geballte Kompetenz, Hilfe und Unterstützung. Wenn also Video aktuell oder in näherer Zukunft ein Thema ist, eine tolle Gruppe, um sich mit den
in technischen und Storytelling-Grundlagen und so weiter vertraut zu machen. Ich bin auch in dieser Arbeit auf Spanne der ersten Challenges. Magic. Der stand darin, ein Vorstellungsvideo von sich selbst hochzuladen, was ich auch getan habe. Das habe ich am Ende garniert mit einem kleinen Zaubertrick. Und ich habe dabei auch ein Buch ausgelobt für die oder den, der mir sagen kann, wie ich diesen Trick gemacht habe. Es ist kein Kameratrick, hat bisher noch niemand erraten. Es gab zwar zwei Lösungsvorschläge, die wären auch möglich gewesen, war aber nicht so. Also wenn Sie Status, das neue Buch von Patricia Staniek, gewinnen möchten, Video ansehen. Links zu allen Status-Updates der Woche, wie immer in den Kommentaren. Nicht nur in Wien kommen LinkedIn-Connections mittlerweile auch offline zusammen, auch in der Schweiz gibt es LinkedIn-Treffen. Letzte Woche war im Coworking-Space von Sandra Ischi in Basel der LinkedIn-Table der Basler LinkedIn-Community. Schaut sehr, sehr nett aus und ja, gerüchteweise könnte es durchaus sein, dass Datenschmutz im Lauf des nächsten Jahres, sogar relativ bald, den Coworking Space in Basel heimsucht. Ich halte euch auf jeden Fall am Laufenden. Wolfgang Gera hat diese Woche ein interessantes Update gepostet, ein Thema, das mir auch schon öfter durch den Kopf gegangen ist, nämlich sind Keynote-Speaker so etwas wie moderne Prediger? Man hat den Eindruck, sie vermehren sich exponentiell. Keynote-Speaker. Nicht, dass das grundsätzlich etwas Schlechtes wäre, während ich zu Beginn meiner Rednertätigkeit vor 20 Jahren den Eindruck hatte, wir stehen da auf der Bühne, um die Welt zu verändern, geht es heute eher um eine perfekte Show, was auch grundsätzlich nichts Schlechtes sein muss. Habe ich mir auch schon gedacht, als ich begonnen habe, Keynotes zu halten, auch so vor rund 20 Jahren, da war das Internet noch relativ neu und später war Social Media sehr neu und da waren die Keynotes sehr, sehr fakten- und inhaltsorientiert. Mittlerweile, zumindest in meiner Branche, spielt da auch definitiv der Show-Effekt eine wesentlich größere Rolle. Aber ich bin schon zutiefst davon überzeugt, dass die besten Keynotes nicht durch Effektheischerei oder Show-Effekte entstehen, sondern dann, wenn der, der über das Thema spricht, eben wirklich brennt dafür, wenn der passionate ist, wie man auf Englisch sagt. Mich hat das erinnert an den Sommerurlaub heuer in Pula. Da gibt es eines der wenigen komplett erhaltenen römischen Amphitheater. Früher waren dort Gladiatorenkämpfe, dann gab es im Mittelalter Ritterturniere und mittlerweile sind dort im Sommer immer Konzerte, alles mögliche, Klassik und so weiter. Und als wir gerade in Pula waren, war da der Eröffnungsabend von einem großen Elektronikfestival mit einem interessanten Line-Up, Jeff Mills mit der Rhythm Section von Afrika Bambaataa. Dann hat Anderson .Paak gespielt mit seiner Band und das war ganz spannend, weil Anderson .Paak da, ja, da gab es Tänzer, Feuerfontänen, Lasershows, so ziemlich alles, was man auf einer Bühne machen kann. Ja, netter Solo, aber hat für mich ein bisschen nach Kasperltheater gewirkt. Danach hat Objekt gespielt, der deutsche Techno-DJ, 2018 DJ des Jahres im Mixmag, mit einer fantastischen, wirklich Beat oder Duck, ja eigentlich Beat genau getimten Visual Show. Und als letzter, als Headline-Act, hat dann der japanische DJ Honey eines seiner legendären House-Sets aufgelegt. Gar keine Effekte, ganz simple Visuals, keine Feuersäulen, keine Lightshow, aber er hat das ganze Amphitheater weggerockt, weil einfach die Musik so saugeil war. Und ich denke, das ist bei Keynotes ganz, ganz ähnlich. Bashi Sale, seines Zeichens sehr umtriebiger Schweizer Social-Marketer, auch Gründer von Social Schweiz, hat eine sehr, sehr lässige Aktion ins Leben gerufen. Und zwar nennt sich das Ganze Happy Social Kids. Es gibt auch eine Webseite dazu. Und die Idee ist eben, Kinder, die sich in nicht so glücklichen oder benachteiligten Situationen befinden, elternlose Kinder, Kinder mit körperlicher Behinderung, die zu unterstützen. Und das kann man nicht nur machen über Geldspenden, geht natürlich auch. Man kann auch ein eigenes Zeitbudget festlegen, und eben Kinder betreuen. Man kann Material spenden. Gute Sache, sehr, sehr unterstützenswert. Ich denke auch, gerade jetzt, wo
LinkedIn so gut funktioniert, wo wir so viel Reichweite haben, ist es absolut an der Zeit, dass wir Content Creators und Influencer auch soziale Verantwortung übernehmen und unsere Reichweite eben auch für solche Themen nutzen. Also, falls Ihr Unternehmen noch keine Idee hat für passende Weihnachtsgeschenke, ich denke, das wäre eine Spende, wo das Budget möglicherweise besser aufgehoben ist als bei einer Flasche Olivenöl oder so. Social Kids. Hier haben wir eine kleine Impression von gestern. Ich drehe mal den Ton auf. Ja, wir hatten eine eigene Saxophonistin. Sehr, sehr cool. Ich freue mich schon aufs nächste LinkedIn Local. Wer nicht dort war, hat definitiv etwas verpasst. Zu guter Letzt noch eine Durchsage in eigener Sache. Am 22. Jänner halte ich einen ganztägigen Workshop an den Europawirtschaftsschulen Wien in der Liechtensteinstraße nahe der Hauptuniversität. Ein 8-stündiger Deep Dive, in dem ich den Teilnehmern alles erzähle über LinkedIn, was ich in der LinkedIn-Show bisher noch verschwiegen habe. Also wenn Sie Ihr Social Selling Game auf den nächsten Level bringen wollen, 22. Jänner, es sind noch 3 Plätze frei. Sehr, sehr günstiger Preis, 490 Euro für den ganzen Tag. Ja, frühzeitig anmelden und dabei sein. Guter Vorsatz für 2020. Das LinkedIn-Game auf den nächsten Level bringen. Ich glaube, dabei könnte ich durchaus ein wenig helfen. Und dann ist natürlich heute Donnerstag. Das bedeutet im Umkehrschluss, morgen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Freitag, also LinkedIn Friday. Ups. Ich habe vergessen, das Datum zu aktualisieren, muss ich im Anschluss gleich machen. Also morgen, 28. November, LinkedIn Friday, taggt 1-3 Kontakte aus eurem Netzwerk, schreibt dazu, was ihr an deren Status-Update spannend findet, taggt das Posting mit LinkedIn Friday, schaut beim Hashtag-Feed vorbei, da gibt es jeden Freitag mittlerweile sehr, sehr spannende und tolle neue Kontakte zu entdecken. Und damit sind wir jetzt wirklich schon fast am Ende der 18. LinkedIn-Show mit Datenschmutz, aber wie bereits zu Beginn angekündigt, enthülle ich jetzt wirklich alles. Einen geradezu pornografischen Blick sozusagen ins Innere des Rechners, Live-Webcam übrigens, auf dem ich gerade diese LinkedIn-Show produziere. Also wirklich mehr kann ich wirklich nicht mehr herzeigen. Da werdet ihr mir zustimmen, oder? Ja, danke fürs Ansehen, danke fürs Dabeisein. Nächste Woche, same time, same Datenschmutz. Donnerstag, 16 Uhr, mit einer Expertin, mit der ich mich schon längst mal vor der Kamera ausgiebig unterhalten wollte über das Thema Aufmerksamkeitsstrategien, Psychologie der Aufmerksamkeit, Universitätslektorin, Wissenschaftspreisträgerin, Kommunikationsexpertin, Dr. Astrid Bettauer und nebenbei meine viel bessere Hälfte. Sie wird euch und mir nächste Woche etwas erzählen über die Psychologie der Aufmerksamkeit. Natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema in sozialen Medien. Und damit nochmal danke fürs Dabeisein. Das war's. Ich wünsche einen wunderschönen Donnerstag. Richie raus. Bis nächste Woche.